Ich spiele jetzt von einem Ziehakkord, nämlich G-Dur auf der C-Harp, die unteren drei Kanäle im Ziehen, auf die jeweiligen Intervalltypen Zweiloch- und Einlochabdeckung im Blasen und im Ziehen, im Wechsel, damit ich mal ein Gefühl dafür bekomme, wie klingen die einzelnen Intervalltypen zu diesem Ziehakkord. Und danach sollte man das natürlich auch mit dem Blasakkord machen. Ich beginne mit der ersten Zeile. Jetzt nehmen wir mal die zweite Zeile gleich. Das war jetzt die Zweilochabdeckung. Jetzt kommt die Einlochabdeckung im gleichen Muster. Das Ganze, C-Akkord wieder auf Blasen. Dasselbe mache ich jetzt, wie gesagt, auch vom Blasakkord aus auf die jeweiligen einzelnen Intervalltypen, Zweiloch- und Einlochabdeckung. Dann kann ich das sehr gut beurteilen, was klingt wie zueinander. Genau, und das ist ja eigentlich das Hauptziel jetzt bald von der Übung. Das entspricht der Übung harmonisches Zusammenführen der Töne auf den unteren drei Kanälen. Ist ja auch unter Zusatz dementsprechend hinterlegt.